Hi, ihr lieben Leute, ich bin der Bruger und das hier ist Alone in the Dark. Ist jetzt schon 2 Tage draußen und ich habe es irgendwie so ein bisschen verpasst, den Start. Aber macht ja nichts, Spiele werden ja nicht schlecht, ne? So, wir starten mal rein. Was spielen wir denn? Leicht, Standard oder hart? Monster sind stärker und Ressourcen sind rar. Folgen sind eine Schwierigkeit. Ja, komm, hart. Was, modern oder oldschool? Aha. Bietet extra Hilfe für eine glattere, leichtere Spielerfahrung. Umfasst Tipps und hilfreiche Hervorhebungen. Oldschool für die, die alles selber rausfinden wollen. Ohne Hilfssystem für Spieler. Ich lass modern, komm. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen faul, was das angeht mittlerweile. Und ich verliere dann vielleicht auch mal ein bisschen die Geduld. Deswegen lasse ich mich ja gerne mit hervorgehobenen Items verwöhnen. So, aber jetzt verwöhne ich euch mit dem Intro. Viel Spaß. Ich mag die Optik jetzt schon sehr gerne. Also, Ihr Onkel. Was ist sein Problem? Besessenheit. So wie vom Teufel? Sowas in der Art. Er sagt, ihm würde ein Schattenmann folgen. Ihn ständig beobachten. Was halten Sie davon? Das ist natürlich Unsinn. Aber es beunruhigt mich, ehrlich gesagt. Es liegt uns nun mal im Blut. Besessenheit? Nein, Detective. Zerstörerische Melancholie. Nahezu alle Mitglieder der Hartwood-Familie verfallen noch jung dem Wahnsinn. Aber Jeremy hat das nicht getan. Ist er deswegen in der Shadow? Obwohl er davon überzeugt ist, wirklich besessen zu sein, setzt er seine letzte Hoffnung auf Dr. Gray und seine Psychoanalyse. Dachte wohl, vielleicht findet sich eine Heilung. Sie haben einen Brief erwähnt. Ich habe einen verstörenden Brief von Jeremy erhalten, in dem er das Personal und die Patienten als Kultmitglieder bezeichnet, die ihn erledigen wollten. Könnte das wahr sein? Oder ist das nur Einbildung? So legt er es sich zurecht, Mr. Carnby. Alles, um die Wahrheit zu meiden. Die wäre? Dass wir alle absolut unbedeutend sind. Dass die Menschen einander so wenig bedeuten. Dass niemand hinter Jeremy Hartwood her ist, weil er es nicht wert ist. Und doch sind wir hier. Mein Onkel ist krank, Mr. Carnby. Ich will mich nur um ihn kümmern. Was mache ich denn hier? Gab's kein Taxi? Nein, ich würde mich allein nicht sicher fühlen. Haben Sie eine Waffe? Ja. Glauben Sie, ich werde sie brauchen? Nein. Aber je nach Reaktion des Personals müssen Sie sie vielleicht vorzeigen. Was genau werden wir denn tun, wenn wir Jeremy finden? Ich weiß es nicht. Finden wir ihn erstmal. Ah, ich... Oh. Interessant. Ich kann jetzt entweder Emily nehmen oder ihn. Edward Carnby. Natürlich ist Edward Carnby. David Harbour. Kennen wir ja natürlich alle aus... Stranger Things zum Beispiel. Emily Hartwood, Jodie, Coma. Tja, interessant. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sich das unterscheidet. Ich finde übrigens gut, dass es deutsche Sprachausgabe hat. Das ist auch die deutsche Stimme von Ryan Reynolds. Andere werden jetzt wieder schimpfen, aber andererseits bei Dragon's Dogma haben auch einige geschimpft, dass es keine deutsche Sprachausgabe hat. Ah, kann es auch keinem recht machen. Ist ja ganz schlimm. So, ich nehme Emily. Weil ich könnte wetten, alle, die spielen, nehmen erstmal Edward. Vielleicht kann man es ja auch 2-mal durchspielen, das wäre auch ziemlich cool.
Vielleicht hat sie ja auch mehr so einen Rätselweg und eher so einen Kampfweg. Keine Ahnung. Still. Wo sind denn alle? Ist ziemlich groß. Vielleicht auf der anderen Seite vom Haus. Bleiben Sie hier. Ich schaue nach. Vielleicht spiele ich sie auch zweimal, wenn es mir gut gefällt. Mal sehen. Vielleicht sind es nur so gewisse Abschnitte, die man getrennt von den beiden spielt. Keine Ahnung. Kapitel 1. Es hat keinen Namen. Das heißt einfach nur Kapitel 1. Oh, siehst du, sie hat auch eine Knarre. Spielt es übrigens mit dem Gamepad. Finde einen Zugang zum Haus. Ja, natürlich spielt es wieder nicht in unserer Zeit, sondern irgendwas 1920, 30, keine Ahnung, so wie es ja auch gehört. Alone in the Dark ist ja immer so ein bisschen früher angesiedelt gewesen, aber es ist irgendwie immer Edward Carnby, den man da spielt. Sonst ist es auch kein richtiges Alone in the Dark. Fand ich übrigens auch cool damals, auch die ganz alten, das erste und zweite habe ich ja gerne gespielt. Werde ich vielleicht auch irgendwann nochmal bringen hier auf dem Kanal, wenn ihr wollt. Weil das war für mich einer der Urväter des Survival Horror. Es ist oh Gott. So dunkel hier, ich kann nichts sehen. Ich mir die Lampe vielleicht nehmen. Ein bisschen groß, aber vielleicht ne. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwas gibt. Guck mal. Da liegt doch was. Was ist das? Eine Taschenlampe. Okay. Und der Küchengartenschlüssel. Aha. Die ist ja echt gut. Kann ich irgendwo... Oh nein, jetzt habe ich... Ich habe nach oben gedrückt und irgendwas hat sie jetzt gemacht. Okay. Nicht mal ein Ersatzmagazin hat sie dabei. Okay, ich lieb's jetzt schon so ein bisschen. Ich habe alles auf episch gestellt. Ich hoffe, das läuft auch einigermaßen. Aber ich finde schon mal, sieht sehr gut aus. Pistolenkugeln. Naja, zwei Stück. Hat so ein bisschen Nachladeruckler, glaube ich. Alter. Guck mal, es ist einfach so dunkler Schlund. Ich glaube nicht, dass ich da reinkomme. Sie kenne ich jetzt leider gar nicht, die Schauspielerin. Also ihr Name sagt mir nichts. Aber vielleicht könnt ihr ein bisschen die Kommentare schreiben. Vielleicht kennt ihr sie ja. Ich werde jetzt übrigens jeden Tag ein Part bringen mit Dragon's Dogma. In der Zeit werden die Horrorspiele leider so ein bisschen kürzer treten. Aber ich habe jetzt auch echt viel Material und viel Projekt jeden Tag. Also auf dem zweiten Kanal läuft ja auch noch. Okay. Da läuft ja noch Banishers und Final Fantasy. Es läuft hier Dragon's Dogma und Alone in the Dark. Meine Güte. Wey, was ist denn hier los? Das liegt nicht in der Performance. Also bei mir ist die Auslastung echt gering. Vielleicht liegt es am Spiel. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, das wird sich irgendwie noch bessern. Das ist ja ein schöner... eine Weide. Das ist auf jeden Fall schon mal die Stimmung, die passt. Der muss älter als Dorsetto sein. Sie haben das Haus drumherum gebaut. Ist da bestimmt was hinter. Sie fängt gleich schon an zu stöhnen, wenn ich mal so zwei Schritte schnell renne. Oder ein bisschen schneller laufe. Oh, da liegt ja was. Ah, Haushälterinnen-Schlüssel.
Sorry. Wow, was ist mit der Tür hier? Die leuchtet. Aha, ein Getränk. Alkohol. Das heilt mich. Oder was? So. Ey, das Haus muss ja riesig sein, oder? Finde die Eingangstür und lasse Detective Carnby rein. Ach, ihr hättet jetzt die ganze Zeit gewartet, oder wie? Warte mal, ist das vielleicht einfach nur... Ah, das finde ich jetzt voll schade, wenn es derselbe Spielablauf ist, man halt nur eine andere Figur hat in der Zeit. Ich nehme das einfach. Ein Getränk. Ich unterscheide nicht zwischen Wasser, Alkohol, Cola oder so. Ich sage einfach ein Getränk. Doch, das heilt mich. Ganz schön viele Ratten, du. Familienbibel. Dein Schweigen wiegt mit jedem Tag schwerer. Es war für alle ein schweres Jahr. Das ist Erzählerin von Kratos. Alle Hoffnung verloren. In der Zeitung lese ich vom Leid der Menschen. Da sind Bilder von staubbedeckten Landschaften ohne einen Tropfen Wasser. Ich wünschte, ich wüsste, ob du dich noch um diese Erde kümmerst oder ob du ihr den Rücken zugekehrt hast. Ich habe anderswo begonnen, nach Hilfe zu suchen. Ich bete um ein Zeichen von dir, ob du diesen Pfad billigst oder nicht. Mit der Hilfe von Baptiste und Charlotte habe ich Trost im Praktizieren von Voodoo gefunden. Lange war ich skeptisch, was diesen Kult aus der Karibik angeht, aber er hat mir gut gedient. In meinem Buch liest sich das alles recht harmlos. Ich sage ein paar Worte, die sich die Kreolen in ihren Träumen ausgedacht haben, und trage einen kleinen Beutel mit Talismanen mit mir rum. Von alledem steht natürlich nichts in der Bibel. Aber die Priesterin aus dem französischen Viertel sagte mir, das würde alles zusammenhängen. Sie sagt, der Gott der Christen ist nur eine weitere Sicht auf den Schöpfer aller Dinge. Damit kann ich leben, nur eben andersherum. Dass die Geister ihres Glaubens nur Aspekte von dir sind, unserem Vater im Himmel. Ich bin so dankbar für die Worte, die du Mr. Hardwood gegeben hast. Wir werden deine Loblieder in der Johannisnacht singen. Bald wird die Welt wieder gesegnet sein. Deine Forderungen für Opfer wirken wie aus dem Alten Testament. Lass dies alles wahrhaftig sein. Eine Mutter der Erde, des Waldes und des Schmutzes. Eine Mutter von 1000 Jungen. Heiliger Sand, $1. Öl einer schwarzen Katze, $1.50. Oh nein. Des Teufels Schnürsenkel, $0.25. Das macht $2.75, Madame. Was haben Sie da dem Doktor gesagt? Eine Ziege ohne Hörner? Was soll das heißen? Ah, da haben Sie mich wohl falsch verstanden, Madame. So etwas habe ich nicht gesagt. Bitte. Ich weiß, ich sehe nicht aus wie ihr. Aber ich bin unterwürfig. Ich bin bereit für alles, was nötig ist. Seien Sie nicht übereifrig, alles zu opfern, was Ihnen noch geblieben ist, Madame. Und jetzt verlassen Sie bitte meinen Laden. Eine Ziege ohne Hörner. Okay. Aber cool, dass es vertont ist, aber sich nicht vorlesen, das ist perfekt. Kann ich meinen Hals ein bisschen schonen? Es sieht echt gut aus. Also, so lichttechnisch echt hübsch. Oh. Ja, Kugeln nehme ich gerne mit. Es ist schon ein bisschen unheimlich die ganze Zeit, dieses Rumgelatsche. Warte mal, ich werde mal kurz was wegen der Performance gucken. Es geht mir gerade ein bisschen auf den Keks. So, ich hoffe, jetzt ist es besser. Jetzt ist die Frage, wo ist die Haupteingangstür? Noch ein Getränk. Lecker!
das denn? Rattengift. Lagi. Was? Lagniappe. Okay. Vollständiges Set. Vagabunden. Eine Ziege ohne Hörner. Eine große Depression. Die ganze Welt ist Bühne. 1000 Junge. Lasttier. Tod des Autors. In Würde sterben. Verlorene Kinder. Fangen im Eis. Die Sichelmondstadt. Der Fluch der Hardwoods. Von unaussprechlichen Kulten. Die Piraten von Pontchartrain. Pontchartrain? Wenn die Heilung Gift ist. Von ihrer eigenen unüberlegten Entscheidung überrascht, brach Emily in DeSedo ein. Sie überlegte, wie sie ihre Geschichte darlegen sollte, falls man sie erwischen würde. Aber ihr fiel nichts Überzeugendes ein. Sie war nicht besonders gut in Augenwischerei. Idealerweise fand sie einen Weg, die Vordertür zu öffnen und Detective Carnby hineinzulassen, damit er sich um die Situation kümmern konnte. Ich finde das echt toll, was die für namhafte Sprecher und Sprecherinnen da haben. Eine lange Verlobung. Wenn ich wiederkomme, John Marcus 1918. Ja, also man merkt ja schon... So, oh Gott. Was war das? Langniappes sind unbedeutende Gegenstände, die du immer wieder im Spiel finden kannst. Das Vollschicken vom Set... Mit verbotenes Wissen und sogar noch mehr freischalten. Bleiben von Spiel zu Spiel erhalten. Einige Sets können gar nicht erst vervollständigt werden, obwohl Carnby als auch Emilys Kampagne zu spielen. Ach so, ohne sowohl die Kampagne zu spielen. Ah, man muss... Es gibt wirklich zwei Kampagnen. Oh, wie geil. Leute, ich werde beide zeigen, glaube ich, weil ich finde es echt gut jetzt gerade schon. Langniappes. Also man merkt ja auch schon so von den Namen her, Kreolen zum Beispiel... Die französischen Auswanderer sind das ja, glaube ich. Das spielt halt so in Louisiana, so, ne? Und Voodoo und alles. So um die Gegend von Louisiana, würde ich mal behaupten, spielt's. Hier passieren echt unheimliche Dinge. Die Schaben. Okay. Das ist echt voll die riesige Bude hier. Was zur Hölle? Nimmt ja gar kein Ende. Sabotage, bitte Hinweis. Den Kessel nicht berühren. Er funktioniert immerhin gerade. Die Sabotage hat zwar für ein Leck gesorgt, aber nur die Zierplatte ist wirklich zerstört worden. Warten wir darauf, dass Mr. Chance auftaucht. Der soll sich das Leck mal ansehen. Mr. Waits. Alter, die Stimmen. Das sind nur hochqualitative Stimmen. Das sieht nicht sicher aus. Nee. Das sind alles so Hollywood-Stimmen, Leute. Ohne Witz. Richtig gut. Aha, ich war die ganze Zeit im Keller. Ich krieg grad so ein bisschen Gefühle, was Resident Evil 7 angeht. Ich weiß auch nicht. Das spielt ja auch in so einem alten Anwesen in den Sümpfen von Louisiana. Komm, noch mehr Muni. Oder Getränke. Mmh, ein Getränk. Mein Lieblingsgetränk. S-Bahn-Ticket. Ah, das ist wieder eine... Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Laginap? Lagniap? Ich habe keine Ahnung. Lagniap? Vielleicht ist es ja irgendwie so eine Mischsprache aus Englisch und Französisch. Aber man hat ja gelesen, also ich habe es ja gesehen, dass man die über die Spiele mitnehmen kann. Oh. Ich brauche den Schlüssel. Yo. Die Geräusche, wenn die ganzen Türen zufallen, sind echt unheimlich, so ein bisschen. Das ist doch die Haupteingangstür jetzt bestimmt. Nee. Was ist denn? Aha. So ein Torsymbol. Ich glaube nicht, dass hier jemand zu Hause... Sind das Urinflecken? Thank you.
Aber die Geräusche sind echt gruselig, Mann, wenn der Tür zufällt. Ich wette, so eine Karte gibt's ja auch nicht wirklich, oder? Lottis Tagebuch. Sonntag, 22. Juni. Ich habe den ganzen Tag mit der Suche nach Jeremy verbracht. Ich hätte mich um die anderen kümmern sollen, aber ich mache mir Sorgen, dass er etwas tut, das man nicht mehr wieder gut machen kann. Cassandra ist wütend, weil ich ihr die neueste Lieferung an Schmerzmitteln nicht gegeben habe, die Waits gestern im Postamt abgeholt hat. Ich hätte sie ihr ja gegeben, aber die Firma hat dieses Mal keinen neuen Schlüssel mitgeschickt. Also steht diese Kiste einfach verschlossen auf meinem Schreibtisch. Die haben sich wohl gedacht, dass wir inzwischen genug von ihren Trickschlüsseln haben. Ich erinnere mich aber nur an einen, den ich in den letzten Tagen gesehen habe. Grace hat im großen Salon damit gespielt. Wenn das Ding nicht von selber auftaucht, muss die Sache wohl warten. Aha, Trickschlüssel. Ich muss herausfinden, wo Jeremy hin ist. Ich glaube, Jack weiß etwas. Sein Hund hat diese seltsame Fäulnis aufgespürt, die das Haus durchdringt. Sie will uns etwas zeigen, hat er gesagt. Als würden diese ekligen Flecken und Schlieren zu ihm sprechen. Also im großen Salon dieser Fake-Schlüssel. Oh, abgeschlossene Medikamentenkiste. Oh, der Bodenplan von der Seto. So, so, so. Wintergarten, da war ich schon. Jetzt bin ich gerade beim Pfleger, Bibliothek. Kleiner Salon. Großer Salon. Oh Gott, da unten ist die Haupteingangstür. Ganz unten, wo dieses rote Symbol ist. Eieieiei. Oh, Küchengarten. Da geht's auch noch weiter. Garage. Da bin ich reingekommen durch die Garage. Hä, warte mal, wie war ich denn nicht im Küchengarten? Ich war im... Achso. Kesselraum konnte ich nicht rein. Hä? Warum ist das denn rot? Erkundet. Achso, abgeschlossen. Ah, okay, lösbar und Rätsel. Das heißt, ja, blau ist halt, da ist nichts mehr. Der Verandaschlüssel. Okay. Und was ist das nun? Ein Schlüssel. Nee. Ah, das Touchpad gedrückt halten, okay. Veranda, da komme ich jetzt auf die Veranda. Alles klar. Nee, ich gehe erstmal hier lang. Oh. Ich brauche den Schlüssel. Geh erstmal hoch. Wer da? Da liegt was. Was klemmt? Ah. Ich find's cool, es hat auch einen großen Rätselanteil, kommt es mir so vor gerade. So. Ja, ja. Privaträume. Oh, private. No entry. Sieht richtig aus. Okay. Müssen wir wohl doch erstmal die Veranda aufschließen. Ich fand das so cool gerade. Ich brauche auch nicht direkt am Anfang super krasse Action, sondern erstmal so ein bisschen suchen, das reicht mir schon. Pack mal die Knarre weg. Ich will ja keine falschen Signale senden hier. Wow. Das kenne ich aus der Demo mit dem riesigen Bären da. Wo man das kleine Mädchen gespielt hat. Ah, guck mal, hier ist jetzt... So, warte mal, daneben geht es zum großen Salon, das Treppenhaus. Ich guck mal, ob ich ihn reinlassen kann, Kanbi. Sieht aus wie Chihiros Reise ins Zauberland, dieser Tunnel. Pikauine Post. Die Weltwirtschaftskrise. Präsident Hoover erhöht die Zölle für über 20.000 Importgüter, um die Arbeiter Amerikas zu schützen. Seit dem Zusammenbruch der Märkte an der Wall Street am 24. Oktober des letzten Jahres hat die amerikanische Wirtschaft schwer gelitten. Tausende Firmen sind bankrott und ein großer Teil der amerikanischen Arbeiter ist nun arbeitslos. Um das Ruder herumzureißen, hat Präsident Herbert Hoover das Smoot-Hawley-Zollgesetz unterschrieben.
Durch das Regulieren des internationalen Handels hofft die Regierung, einen Anreiz für die US-Industrie zu schaffen, mit billigen Importwaren aus dem Ausland zu konkurrieren. Aberglaube verbreitet sich. In diesen schweren Zeiten profitieren Voodoo-Läden und spirituelle Medien in New Orleans. Während die Wirtschaft seit dem Schwarzen Donnerstag des letzten Jahres gebeutelt ist, wenden sich immer mehr Menschen den Hexendoktoren und Schlangenbeschwörern zu. Zum Tag des Johannisfests am 23. dieses Monats erwartet die Polizei noch gesteigerte Kultaktivitäten nahe des St. John-Sumpfs an der Südküste des Pontchartrainsees. Es gibt in dieser Region eine lange Tradition für Voodoo-Rituale am Johannistag, die bis zu den ersten Schlangenanbetern zurückreicht, die als Sklaven aus Westafrika verschleppt worden waren. Im 19. Jahrhundert sind diese Praktiken durch die legendäre Marie Laveau bekannter geworden und wurden seitdem von vielen Kreolen übernommen, aber auch von den überlebenden Aristokraten des französischen Viertels. Schriftstellerin sucht Zuflucht. Gerüchte bestätigt. Autorin Cassandra Beauregard hält sich in Decedo auf. Das Decedo Hospital ist ein altes Plantagengebäude an der Ostküste des Pontchartrainsees. Oft wird es als Irrenhaus angesehen, aber der örtliche Arzt Elmer Lee Gray bevorzugt den Begriff Erholungszentrum, einen Ort, den man aufsucht, um Ruhe zu finden. Die Liste der Patienten ist geheim, aber sie soll angeblich viele schwarze Schafe aus wohlhabenden Familien enthalten, denn in Decedo wird man ganz sicher nicht gratis behandelt. Die örtliche Schriftstellerin Cassandra Beauregard hat nun selbst zugegeben, dass sie sich hier aufhält. Sie gilt allgemein als eine der einflussreichsten kreolischen Stimmen und hat viele erfolgreiche Bücher geschrieben. Aus Hollywood wurde kürzlich vernommen, dass sie ein Manuskript für einen Film vollendet hat. Der Titel Slaughter Gulch. Der Film soll kommendes Jahr in die Kinos kommen. Ich genieße das voll, dass das so vorgelesen wird. Oh. Warum leuchtet das so? Ein Stempel. Verlorene Kinder. Okay. Ich muss ja sofort an Charlie die Schokoladenfabrik denken. Violetta Beauregard. Kauen, 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 kauen. Ah, super. Oh, der. Das ist echt voll die krasse Bude hier. Wetten, da ist auch zu? Natürlich. Ich brauche den Schlüssel. Ach. Ich sag's immer wieder gerne, wie paranoid muss man sein, um in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus alles abzusperren. Oh, geht doch. Halt! Nicht! Nicht! Oh nein. Entschuldigung? Wissen Sie, wo ich Jeremy Hartwood finde? Natürlich nicht. McCaffrey, was machen Sie da? Ich sagte, lassen Sie das Kind nicht aus den Augen. Nur keine Sorge, Max. Ich finde den kleinen Wildfang. Wer sind Sie denn bitte? Und was machen Sie hier? Es tut mir wirklich leid, aber ich suche meinen Onkel. Er heißt Jeremy Hartwood. Was machst du hier, Kind? Du darfst nicht allein sein. Geh zu McCaffrey. Wer sind Sie? Sind Sie hier für das Fidodo? Geh nach oben. Sofort. Mein Name ist Emily Hartwood. Ich bin die Nichte von Jeremy Hartwood. Das ist Detective Carnby. Polizei? Was machen Sie hier? Nein, ich bin Privatermittler. Verzeihen Sie die Störung. Miss Hartwood sorgt sich um ihren Onkel. Er ist Patient hier in Decedo. Könnten Sie uns sagen, wo wir ihn finden können? Kann ich nicht. Jeremy wird gerade vermisst. Wenn Sie Ihre Daten hinterlegen, dann werde ich mich bei Ihnen zurückmelden. Wie? Er ist weggelaufen? Nein. Er verlässt das Haus nicht. Er ist hier irgendwo und unsere beiden Pfleger suchen bereits nach ihm. Das ist unzumutbar. Wo ist Dr. Gray? Ich will sofort mit ihm sprechen. Schön. Ich werde ihn fragen. Warten Sie hier und fassen Sie nichts an. Ist das hier so ein Ding, wo man nicht mehr rauskommt, wenn man einmal drin ist? Ich find's gerade voll interessant. Möchten Sie Jeremys Zimmer sehen?
Zeigst du es uns? Kommen Sie mit! Es wirkt gerade alles so ein bisschen befremdlich, aber irgendwie auch total cool. Ach, die Musik, so eine Lounge-Musik mit Xylophon und Geschnipse, geil. Ja, eindeutig, das ist das aus der Demo. Mit diesen gruseligen Figuren da. Ah, das hat leider eindeutig Nachladeruckler. Ganz schön frech. Sehen wir uns um, vielleicht finden wir was. Ganz schön frech, die Kleine. Oh, auch wieder ein Schlüssel. Ich bin mal gespannt, ob das nur hier spielt. Oh, guck mal, ein Schieberätsel. Hä? Kann nichts machen. Hä? Ist vielleicht mit der Maus? Auswählen mit E. Ich kann nichts machen hier. Na gut. Nach was für Dingen suchen wir? Ich habe noch nie an Ermittlungen teilgenommen. Briefe, Tagebücher, Rechnungen, alle möglichen Notizen. Alter, ist das creepy shit. Uah. Bah. Naja, aber es sieht immerhin cool aus. Kollektanenbuch? Oh Gott. In jeder Nacht steht der Schattenmann dunkel an der Schwelle meines Zimmers. Er zählt die Tage, bis meine Seele endlich meinen müden Körper verlässt. Fühl ich. Nur seine bleiche Maske bewahrt mir den Rest meiner geistigen Gesundheit. Direkt in das Gesicht dieses Dämonensultans zu blicken, würde wohl die Zeit selbst zerspringen lassen. Hätte er für meinen Vater genauso ausgesehen, als dieser um sein Leben rang? Such dieses verschleierte Gesicht, meine Nichte, auf die gleiche Weise heim? Ich wünschte, ich könnte meiner Seele im sonnenbeschienenen Kloster von Taroea Ruhe schenken. Würde ich dich dort finden, Juan? Oder Signora Perusi, die aus dem Jenseits zurückgekehrt ist? Jede Nacht verstecke ich mich vor ihm. Ich flüchte von einer verzerrten Erinnerung zur nächsten. Ich erlebe Szenen, die aus der Fantasie und aus Fieberträumen heraufbeschworen wurden. Es sind Orte, die ich nicht einmal wirklich malen kann. Ich wünschte, ich könnte Ihren Tod verstehen, Signora. Gibt es irgendwas, was ich für Sie tun kann, außer Sie in dieser kargen Nekropole zu begraben? Diese triumphale Kapelle, die sich über die Bücher und die Öfen erhebt, sie soll Ihr Grab sein. Dort können Sie ruhen und ich um Sie weinen. Wie ist es Ihnen gelungen, solche Dinge zu erfassen, Signora? Wie konnten Sie wissen, dass der zerstörte Boilerkessel im Keller mich zum Lafayette-Friedhof bringen würde? Oder wie die alte Standuhr oben mit ihren astronomischen Motiven mich zum hasserfüllten Hügel beim Hafen von Clermont bringen würde? Das sind meine Erinnerungen, meine Vergangenheit. Gibt es für mich vielleicht doch eine Chance, wenngleich eine winzige Taroea zu sehen? Ich will das mehr als alles andere. Bitte, mein Talisman soll mich dorthin bringen. Ich will neben Juan unter dem Bodibaum sitzen. Obwohl sie mir den Talisman verkauft hatte, enthüllte Miss Jackson, die Voodoo-Priesterin, mir keines ihrer Geheimnisse. Deswegen musste ich nach Tancre reisen.
Stattdessen erzählte sie grausamerweise Baptiste, meinem Pfleger, dass er auf die grässlichste Art und Weise verraten und getötet werden würde. Dass die Person, die er liebte, sein Bein mit einem Speer durchstoßen und er von seiner eigenen Mutter verschlungen werden würde. Was für eine furchtbare Weissagung. Okay. Die Menschen in Dorsetto werden gefährlich. Sie verstehen nicht, was sie tun. Ich muss etwas tun, um sie aufzuhalten. Ich habe versucht, mit Dr. Gray zu sprechen, aber er verwechselt meine Sorgen mit anderen. Er ist darin gefangen, mich behandeln zu wollen. Wie kann er nur glauben, dass ich mit Medizin und Gesprächen zu heilen sein könnte? Die Pfleger, die Haushälterin und die Patienten sind alle verrückt. Sie werden das Böse in diese Welt rufen. Alles wird untergehen. Alles. Es sei denn, ich kann den Sekretär finden, Mr. Waits. Er schien mir bei klarem Verstand zu sein. Oder vielleicht Borgard. Der Schattenmann hat mir ein Gefängnis angeboten und ich habe es angenommen. Ich habe diesen ungerechten Vertrag unterschrieben und bin einen dunklen Pakt mit ihm eingegangen. Alle werden sicher sein, außer mir. Oh, Shadowman, könnten sie auch nochmal neu versoften, neues Spiel machen. Bemalte Scheibe, Schlüsselgegenstand. Aha, ein bemaltes Holzscheibchen. Das Motiv deutet darauf hin, dass es Teil eines größeren Bilds ist. Ich meine, es ist halt viel Text, ne? Es wird viel gelesen. Aber das Gute ist ja, wenn man es dann nochmal spielt, die andere Kampagne, dann kann man das einfach skippen, weil man alles schon kennt. Aber ich finde es auch ganz interessant, sich das anzuhören irgendwie. So. Oh, man muss das nicht mal wirklich rätselmäßig lösen, sondern einfach zack, zack. Also ich muss es nicht rumschieben. Voll einfach. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Sieht aus wie ein Talisman. So wie dieser hier? Ist gut gezeichnet, aber auch crazy. Könnten Sie ein Messer für die Leinwand suchen? Ich will das hier mitnehmen. Sie wollen das Bild mitnehmen? Klar, ich suche eins. Ich habe auch noch diese Röhre gefunden. Für den Transport. Wollen Sie es tragen oder soll ich? Miss Hartwood. Emily? Ich nehme es. Danke. Wir sind hier fertig, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie sowas geht. Ich denke, wir sollten mit Dr. Gray reden. Er muss doch wissen, was hier vor sich geht. Na gut. Machen wir das. Kommen Sie, ich will hier nicht übernachten. Ich finde das richtig toll inszeniert. Detective Carnby? Wohin sind... Boah, das ist allerdings nicht so schön inszeniert. Die Nachladeruckler. Also ich will hier schon übernachten, ich find's sehr cool. Was zur Hölle passiert hier? Was ist das für ein Ort? Okay, geil. Plötzlich sind wir ganz woanders. Untersuche den Laden an der Ecke. Emily hatte das französische Viertel noch nie so gesehen. Dunkel und fremdartig. Die einzige mögliche Zuflucht, die sie von Jeremys Balkon aus sehen konnte, war ein wenig Licht,
das aus seinem Laden an der Ecke drang. War gut. Jeremy war verschwunden. Das hatten wir auch noch nicht. Jeremy war verschwunden. Die Haushälterin sagte, dass alle Angestellten des Shadows nach ihm suchten. Aber Emily wollte antworten und verlangte, mit Dr. Gray zu sprechen, dem Leiter der Einrichtung. Während sie wartete, bot ein junges Mädchen an, Emily und Detective Carnby Jeremys Zimmer zu zeigen. So bot sich die ideale Gelegenheit, nach Hinweisen zu Jeremys Verschwinden zu forschen. Deine Karte ist hier nutzlos. Schade. Immer noch? Wow. Krass, wir sind einfach mal ganz woanders auf einmal. Alter, was sind das für Viecher? Was war das denn? Gut, dass ich jetzt keine Muni mehr habe für noch eins. Aua! Nein, ich bin so scheiße. Ich kann mit dem Gamepad nicht zielen, das ist so schwammig. Verreck, du scheiß Vieh. Lass mich. Da kann ich nicht lang. Ich muss mal mit der Maus hier. So. Trink mal ein Schlückchen. Na, warum trinkst du zwei, du blöde Kuh? Alter, da trinkt sie einfach zweimal. Okay, ja. Es ist so kacke, leider. Die Steuerung ist so kacke. So schießen. Das kann nicht sein. Was ist das denn? Gegenstände können geworfen werden. Aha. Zur Ablenkung genutzt werden. Dieser Laden, ist der gemeint? Gib mir Money. Mama braucht Money. Tür ist zu werfen. Noch mehr zum Werfen. Ihr mit eurem Werfen. Ich brauch Munition jetzt hier. Was ist los? Gib mir Munition. Nee, ich bin leider echt nicht gut mit dem Gamepad. Vor allem hier jetzt wieder nicht, merke ich. Was ist denn hier los? Ey. Ich brauche den Schlüssel. Ein Beil. Kann ich damit... Oh yeah. Da kann ich nicht lang. Ja. Zum Glück haben wir wohl unendlich Ausdauer. Einfach mal so ein paar Viecher zu hauen jetzt, um Munition zu sparen. Weil viel Schaden nimmt man jetzt eigentlich gar nicht, finde ich.
Nee. Oh, noch was zum Hauen. Geht das kaputt nach einer Zeit? Das ist ja... Na. Ich hab gehofft, ich habe jetzt immer die Axt dabei. Oh oh. Hi. Oh shit. Komm, lauf. So. Da ist ja noch einer. So. Boah, wackel noch ein bisschen mehr, bitte. Alter! Okay, die Kämpfe gefallen mir leider nicht so gut. Drei von diesen Mistviechern. Nee, die Kämpfe gefallen mir leider gar nicht. Naja, mal gucken. Vielleicht stelle ich es ja doch runter von der Schwierigkeit, weil... Schwierig ist anders. Das ist nur ein bisschen nervig, leider. Nimm die Muni. Sag mal. Emily? Sind Sie das? Wie sind Sie hergekommen? Ich war in der Shadow. Auf der Suche nach Onkel Jeremy. Jeremy ist Ihr Onkel? Das wusste ich nicht. Woher auch? Arbeiten Sie noch in der Shadow? Ja, Lottie und ich sind geblieben. Wir sind jetzt echte Pfleger. Sie erinnern sich an meine Schwester Lottie? Was ist passiert, Baptiste? Wie kamen wir her? Wissen Sie vom Schattenmann, der Ihren Onkel heimsucht? Ich bin vertraut mit seinem Geisteszustand. Ich glaube, irgendwie sind wir in seinem Kopf. Denn diese Straßen sind echt, aber sie finden sich auf keiner Karte. Nein, das hier ist wie eine Erinnerung. Aber eine falsche. Wissen Sie, wie wir zurück nach Dorsetto kommen? Ich bin hier nicht sicher. Das ist leider nur allzu wahr, Mrs. Marcus. Lassen Sie das. Ich bin Emily Hartwood. Und es gibt keinen Grund, mich anders zu nennen. Tut mir leid, Miss Emily. Ich versuche Ihnen nur zu sagen, was los ist. Dieser Ort ist für niemanden sicher. Etwas Böses lauert in den Schatten. Wie komme ich zurück? Nur Jeremy weiß wie. Er hat diesen Juju-Anhänger, der ihn führt. Meinen Sie diesen Talisman? Mhm. Genau sowas. Er sagt, dass er ihn beschützt. Seit er ihn von Miss Jackson die Straße runtergekriegt hat. Sie wissen, woher er kommt? Waren Sie da? Ich war erst vor einer Stunde dort, hab Jeremy gesucht. Hab abgeschlossen, um die Ghule draußen zu halten. Sie können den Schlüssel haben. Danke. Ich seh's mir an. Passen Sie auf, Miss. Die Ghule, sagt er. Okay. Baptiste Schlüssel. Mit einer Lilie dran. Es hängen drei Schlüssel an der Kette. Einer für Miss Jacksons Raum im französischen Viertel. Und noch zwei, die zu Desetto gehören. Einer für die Verwaltung und einer für die Bibliothek. Ist doch wieder so ein Nippes-Ding hier. Ja. So. Ich bin echt kurz davor zu sagen, ich spiele es jetzt mit Maus und Tastatur weiter.
mir liegt das leider gar nicht mit Gamepad hier, habe ich gemerkt. Hey, Baptiste. Bleiben Sie hier? Eine Weile. Wir sehen, ob Jeremy auftaucht. Will ich nochmal mit ihm reden oder sagt er das selber? Ihre Schwester. Ah. Die arbeitet auch in der Sedo? Hätte ich das gewusst. Ja, sie hat uns die Jobs besorgt. Ihn kennt man auch aus ganz vielen Spielen. Jonah bei Tomb Raider zum Passen Beispiel. Passen Sie auf, okay? Sie sagen's, Miss. Okay. Ich glaube, mehr gibt's da nicht. Aber wo kommen diese Mistviecher her, bitte? Diese Ghule. Kann ich irgendwie auch schleichen oder so? Aber die bluten auf jeden Fall. Diese Mistviecher. Oh nein, da ist wieder... Was ist denn mit dem los? Oh nein. Oh nein! Nicht kotzen! Boah! Du Ekelhafter! Oh nein! Lass mich doch in Ruhe, bitte! Ich habe gar nichts getan! Ich glaub nicht, dass ich da jetzt durchkomme oder dass du mir hinterherkommst. Geh zu, geh zu, geh zu. Komm. Ah, scheiße. Übertreib's halt. Was? Ah, das Omelett. Alter. Genau wie Jeremys Talisman aus. Was ein Ranz. Oh, zum Glück ist die Tür zu. Ein alter Talisman, der über Jahrhunderte hinweg verändert wurde. Die eingravierten Zahlen scheinen weniger als 100 Jahre alt zu sein, aber die Basis könnte aus der Antike stammen. Der polierte schwarze Sonnenstein in der Mitte hat einen gläsernen Schimmer und erweckt hin und wieder den Eindruck, ein Bild in seinem Inneren zu verbergen. Okay. Alter, die sind noch draußen, diese Mistviecher. Emily fand diesen Wachtraum. Emily konnte nicht verstehen, wo sie war. Sie hatte das grässliche Ding getötet. Aber was war es? Und würden noch mehr kommen? Wahrscheinlich, einige mehr. Emily konnte nicht verstehen, wo sie war, aber es fühlte sich wie ein Wachtraum an. Baptiste, an den sie sich von früher vage erinnern konnte, behauptete, als Pfleger in Decedo zu arbeiten. Decedo. Sie suchte ebenfalls nach Jeremy und schien anzudeuten, dass er ihn durch Jeremys eigenen Verstand verfolgte.
Vielleicht war diese nicht Emilys Traum, sondern Jeremys. Und sie war irgendwie darin gefangen. Baptiste hegte den Verdacht, dass Jeremy wohl dank eines Talismans die Kontrolle hatte, der ihm von einer Miss Jackson gegeben worden war. Ein Name, der Emilys Erinnerung nach zu einer der vielen Voodoo-Hexen-Doktorinnen im französischen Viertel gehörte. In der Hoffnung, einen Weg zurück nach The Shadow zu finden, machte Emily sich auf zu Miss Jacksons Laden. Emily fand diesen Wachtraum verstörend in seiner Überzeugungskraft. Warum ist das einmal laut und leise? Wenn dies Jeremys Welt war, was hatte das dann zu bedeuten? Litt die Familie der Hardwoods unter einem wahrhaftigen Fluch? War der Schattenmann, dieser hungrige Schemen, der Jeremy heimsuchte, wirklich eine übernatürliche Wesenheit? Emily schob diese Gedanken fort und konzentrierte sich. Sie musste mehr über den Talisman herausfinden und nach The Shadow zurückkehren. Okay. Ach, da muss ich den einsetzen. Ja, mach ich gleich. Hallo? Sie benutzt. Also, ich kann da gar nichts benutzen. So, Leute, ich mach jetzt mal. Also, sorry, aber das ist. Das ist mir zu krass. Und ich will nicht jedes Mal einfach wegrennen müssen vor Gegnern. Habe ich nicht so Böcke drauf. Ich soll den Talisman beherbergen. Jo, hau rein. Aha. Wie soll ich das jetzt verstehen? Ich bin mir nicht sicher, welche Zahlen ich verwenden soll. Vielleicht findet sich etwas in Jeremys Notizen. Suche nach der Bauanleitung. Was? Der Talisman. Ah, warte mal. Hier, das. Ja, das. Talisman-Bauplan. 2, 3. 1. Oder was? Ne, 3, 5, 8. Ja, ich habe gerade links geguckt, aber rechts steht's ja. Talisman mit schwarzen Sonnenstein, ein altes Navigationsgerät, das in einem Hain im Sumpfland gefunden wurde. Das alte Grab war von Ölbohrern entdeckt worden. Dabei sollte ein herumziehender Teufel freigesetzt werden, der die Arbeiter niedergemetzelt hat. Laut Sternen sind 3 Zahlen nötig, um eine Brücke zwischen den Welten der Träume und der Erinnerung zu spannen. Das ist nicht mein Ziel, aber es ist ein Anfang. 3, 5, 8. So. Nee, warte. So, unten muss es richtig sein. So. Was ist das für ein Bild in dem Glas? Wo ist das? Aha. Wie gesagt, die Präsentation ist super cool. Ah, schön, Sie wiederzusehen, Miss Hardwood. Was? Miss Thompson hat Sie angekündigt. Sie hat mir auch gesagt, Sie hätten einen Detective dabei. Ich bin gespannt zu erfahren, was das alles zu bedeuten hat. Sie erinnern sich nicht an mich, oder, Miss Hardwood? Wir trafen uns im Haus Ihrer Familie im Gartenviertel, bevor Ihr Onkel meiner Pflege übergeben wurde. Nein, ich erinnere mich. Verzeihung, mir geht's nicht so gut. Oh, dann setzen Sie sich doch. Ich mache Ihnen einen Drink. Ich scheine bei Ihnen keinen Eindruck hinterlassen zu haben. Andererseits kann ich mich gut an Sie und Ihre Eltern erinnern. Wegen unseres fröhlichen Gemüts sicherlich. Sie sind zu intelligent, um das zu glauben. Sie entstammen einer freudlosen Familie, Miss Hardwood. Das einzige Vergnügen an diesem Besuch war, Ihren Lieblingsdrink zu erfahren. Einen Old Fashioned. Gut beobachtet. Wie wollen Sie damit wirken? Aufmerksam oder intelligent? Was immer Sie vorziehen. Möchten Sie mir dann sagen, warum Sie hier sind, Miss Hardwood? Und dann noch mit einem Detective? Ich erhielt einen Brief von meinem Onkel. Er schien sich sicher, hier in Gefahr zu sein. Wenn herauskommt, dass Sie ihn schlecht behandeln, nehme ich ihn mit zurück nach New Orleans. Wirklich? Soll er mit Ihnen in Ihrer kleinen Gassonier leben?
Damit würden Sie absolut sicher gehen, als alte Jungfer zu enden. Alter, was ein Wichser. Sie wissen ja sicher, dass Ihr Vater ihn nie zurück in sein Haus lassen würde. Nein, ich weiß es. Vielleicht bringen Sie ihn ja wieder in den Norden. Sie wollten doch schon seit Jahren zurückziehen, nicht wahr? Sie haben schon immer die Familie Ihrer Mutter bevorzugt. Jeremy kann gerne mit Ihnen gehen. Das ist mir gleich. Es gibt aber ein Problem, wie Sie vielleicht wissen. Er wird gerade vermisst. Wissen Sie, wo er sein könnte? Nein, ich fürchte nicht. Meine Leute suchen nach ihm. Ich bin sicher, er wird wieder auftauchen. Vor allem, wenn er hört, dass Sie hier sind. Er mag Sie wirklich gern. Was können Sie mir zu seinem Zustand sagen? Ich habe nie eine Diagnose erhalten. Was ist Ihre medizinische Meinung dazu? Also, mal sehen. Er ist ein ängstlicher Mensch, depressiv sogar. Er leidet an einer empfundenen Unordnung in seinem inneren und äußeren Leben. Er beklagt sich ständig darüber, dass die Dinge nicht entsprechend ihrer göttlichen Ordnung ablaufen. Und der Schattenmann? Schwer zu sagen, ob das was Bestimmtes war. Jeremy nutzt den Schattenmann als seelischen Sündenbock, um sich nicht der Wahrheit zu stellen, dass er an irgendwas schuld sein könnte. Sie glauben nicht daran, dass der Schattenmann wirklich übernatürlich ist. Warum fragen Sie denn sowas? Kann man sich sicher sein? Ob der Schattenmann eine böse Präsenz ist, die von Jeremy Besitz ergriffen hat? Naja. Ich versichere Ihnen, jegliche Beweise, die Sie für diese Behauptung haben, sind reine Einbildung. Verfallen Sie nicht der Massenhysterie, Miss Hartwood. Sie wollen doch sicher nicht den Platz Ihres Onkels hier einnehmen, oder? So ein Pennergesicht. Ich gehe jetzt, Doktor. Ich muss weiter meinen Onkel suchen. Sicher, Miss Hartwood. Ich sage Bescheid, wenn er auftaucht. Alter, so ein dummes Schwein, der Typ. Den kann ich jetzt sehr gut leiden schon mal. Kapitel 2. Aber hier ist leider Ende, Leute. Das reicht für den Part. Ich hoffe, euch gefällt's. Detective Kernby. Gott, bin ich froh, Sie zu sehen. Ich hatte Angst, Sie wären weg. Ich? Sie waren doch verschwunden. Das ist schwer zu erklären. Ich war wohl ohnmächtig, als wäre ich woanders hingegangen. Ist schon gut, Miss. Sie sind sichtlich verstört. Nein, es ist... Ich weiß nicht, was passiert. Nehmen Sie mal Frauengold, ja? Das ist alles sehr stressig für Sie. Ich verstehe das. Oh, nein, das verstehen Sie nicht. Atmen Sie tief durch. Setzen Sie sich und rauchen etwas Perique. Wenn Sie wollen, fahre ich Sie zurück nach New Orleans. Ich will nur vorher mit Dr. Gray sprechen. Sie wirken hysterisch. Ich will bleiben. Ich habe einen Talisman gefunden, wie der im Bild. Ich glaube, ich kann herausfinden, wo Taroya ist, wo Jeremy hin wollte. Das ist gut. Nur machen Sie keinen Ärger, ja? Und lassen Sie mich ermitteln. Sag mal, das waren noch so Zeiten, ne, wo die Frau nicht so ich viel wert nicht war. Ich bin nicht verrückt, Detective. Noch nicht. Gut, wir sehen uns später. Boah, das macht mich ein bisschen aggressiv. Dass sie so, oh, sie werden hysterisch. Schließen sie sich der Massenhysterie an. Also, wie gesagt, macht mich so ein bisschen sauer gerade. Aber gut, Leute, das war's für den Part. Wie gesagt, ich werde mal speichern. Auch sehr gut, es gibt ein paar Plätze. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dran und freut euch drauf, wie es weitergeht. Ich definitiv. Morgen gibt's mehr. Und Dankeschön, auf Wiedersehen. Nicht vergessen, Daumen hoch. Und jetzt lese ich doch übrigens die Leute vor, die mich monatlich unterstützen. Als Kanalmitglieder unter anderem. Könnt ihr auch gerne machen. Tschüss. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Ani 1407, Baxking 1990, Bienchen Maya, Bluefire 486, Bo the Pet Goblin, Cindy H, Commander Game, Erasion Korane, Green Tiger B, Haruki Playing, Unicorn, Cassie Feenstaub, Leon der Mettler, Luigi, Master Exploder 5000, Mike Chan, Metal Dragona X, Natascha Breyer, Nezumi, Niniping, Opa Geil, Bupo Fischpup, Raik Boretzki, Rufus Platus, Saalfelder Essen Katzen OT, Sidewhites, Sir Lieselotte, Sophia Möpp, Stanimir Stanev, Tami, Tami Strofeus, Van Tan und Wölfchen 0909.